Herzlich willkommen bei den Music News. Jennifer Rostock meldet sich zurück mit vielen brandneuen Ankündigungen. Ein neues Album wird es geben und auch eine neue Single, die schon morgen am 25.08. erscheint. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt hier. Ja, Jennifer Rostock, eine Band aus Mecklenburg-Vorpommern, welche 2007 gegründet wird, feiert demnächst, wir haben ja das Jahr 2017, ihr 10-jähriges Jubiläum. Dazu haben sie sich etwas Besonderes ausgedacht. Es wird ein neues Album geben. Dieses wird den Namen Worst of Jennifer Rostock tragen. Und auf diesem Album werden dann Songs von den Alben Ins offene Messer, Der Film mit Haut und Haar, Schlaflos und genau in diesem Ton zusammen sein. Also wie ein Best-of praktisch. Ne? Und außerdem wird es, bis jetzt sieht es so aus, als würde es nur eine neue Single geben. Mehr wurde noch nicht angekündigt. Das war natürlich jetzt... Ja, jetzt nicht so toll für die Fans, die ja praktisch auf neues Material warten. Allerdings ist das letzte Album genau in diesem Ton auch erst ein Jahr her. Und das ist schon eine ungewöhnlich kurze Zeitspanne für ein neues Album. Ja, die neue Single wird jedenfalls den Titel Alles cool tragen. Und wird, wie gesagt, schon morgen erscheinen. Dem Radiosender VRE Radio liegt offensichtlich die neue Single schon vor. Denn sie schreiben in einem Artikel, den ich euch in der Beschreibung verlinke, zu dem Song: Was ist denn das bitte für ein Sound? Die Band hat aufs Neue alle Genre-Konventionen beiseite geschoben und serviert eine auf den ersten Hörgang leicht beschwingliche Sommernummer. Das klingt ja durchaus etwas ungewöhnlich für Jennifer Rostock, welche ja eher sozialkritische Musik machen in den Richtungen Elektropop, Glampunk, so etwas die Richtung. Sie sind etwas schwierig einzuordnen. Ja, aber es steht auch noch erwähnt, dass bei genauem Hinhören noch ein paar Seitenhiebe und Sozialkritik zwischen den sonnigen Tönen zu hören sind und das Genaueres ja bereits ab morgen bekannt ist. Zu dem Best-of-Album gibt es witzigerweise einen englischen Wikipedia-Artikel schon, aber noch gar keinen deutschen, ziemlich merkwürdig. Auf dem könnt ihr dann sehen, aus welchen Songs dieses Album wohl bestehen wird und als, wie gesagt, einzige Single ist, also als einzige neue Single ist, wie gesagt, Alles cool verwendet. Na gut, das war's auf jeden Fall von den Music News. Seid gespannt, was da morgen bzw. noch im September auf euch zukommt, wenn das neue Album erscheint. Vielleicht, weiß man ja noch nicht, vielleicht ist ja noch nicht alles angekündigt, vielleicht werden noch mehrere neue Songs erscheinen. Oder es wird zum Beispiel eine neue Tour geben. Das alles erfahrt ihr dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei den Music News.